Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Wine & Crime. Mein Name ist Jessie und dass du auf dieses Video geklickt hast, freut mich sehr. Und wenn dir gefällt, was ich zu sagen habe, dann klick doch gerne den Subscribe-Button oder lass mir einen Daumen nach oben da oder kommentier doch gerne in der Comment-Section unten drunter. Würde mich riesig freuen und jetzt babbel ich nicht lange weiter und wir steppen in unseren nächsten Fall. Unser nächster Fall handelt von Jelani Day. Jelani Jessie Gervante Day wurde am 15.06.1996 in Danville, Illinois geboren und wuchs dort als zweitjüngster von fünf Geschwistern bei seiner alleinerziehenden Mutter Miss Carmen Bolden Day auf. Jelani war ein Familienmensch und hatte zu all seinen Geschwistern ein wunderbares Verhältnis, das wohl innigste und liebevollste Verhältnis jedoch hatte er wohl zu seiner Mutter. Er rief sie oftmals grundlos mehrmals am Tag an, nur um ihre Stimme zu hören. Und deswegen nannte sie ihn oft scherzhaft The Bill Collector, was so viel heißt wie der Rechnungssammler. Obwohl Jelani nicht bei seinem Vater aufgewachsen ist, hatte er zu ihm trotzdem ein sehr gutes Verhältnis. Und als dieser an Knochenmarkskrebs erkrankte und Jelani sich als einzig passender Spender für seinen Vater herausstellte, war dieser sofort bereit, seinem Vater zu helfen. Jelani war schon in der Grundschule ein hervorragender Schüler. Auch auf der Highschool war er super, super gut in der Schule und war auch in den Sportteams sehr engagiert. Er war im Staffellaufteam auf der Highschool und da war er einer der Besten. Genauso ist er im Schwimmteam gewesen und war als sehr, sehr guter Schwimmer bekannt und gewann dort auch mehrere Medaillen. Jelani wuchs im christlichen Glauben auf und besuchte jeden Sonntag mit seiner Familie gemeinsam die Kirche und engagierte sich als Erwachsener auch in der Gemeinde sehr. Als Jelani nun die Highschool abgeschlossen hatte, wollte er seinen Traum verwirklichen. Denn sein Traum war es gewesen, eines Tages Dr. Jelani Day genannt zu werden. Deswegen beschloss er, auf die A&M, Alabama State University, zu gehen, um dort Logopädie zu studieren. Als er dort abgeschlossen hatte, beschloss er, weiter auf die Illinois State University zu gehen, um dort seinen Doktor in Logopädie zu erlangen. Jelani, ein großgewachsener, intelligenter, hübscher junger Mann, der auf der Zielgeraden war, seine Träume zu verwirklichen und hart dafür arbeitete, sollte jedoch am 24. August 2021 von der Bildfläche verschwinden. An dem Morgen dieses 24. August betrat Jelani zum letzten Mal das Campusgelände seiner Universität, lockte sich dort ins WLAN ein, arbeitete etwas am Laptop, bereitete sich vor für den Tag, denn der Tag war vollgepackt und auch die ganze Woche war ziemlich getaktet, denn dieser ganze Teil des Studiums beinhaltete viel praktischen Teil. Und hierfür verabredete Jelani sich auch am Vorabend des 23. Augustes für diesen Vormittag mit seiner Professorin, die ihm so ein bisschen helfen sollte, sich vorzubereiten auf die anstehenden Prüfungen. Als Jelani nun an diesem Vormittag nicht auftauchte, wunderte sich die Professorin vorerst schon, denn Jelani war dafür bekannt, sehr zuverlässig zu sein. Jedoch beschloss sie vorerst nichts zu tun, denn sie hatte am späteren Mittag noch eine Vorlesung, zu der Jelani auch eingeschrieben war. Und so wartete sie diese Vorlesung ab, doch Jelani tauchte auch zu dieser nicht auf. Und so beschloss nun die Professorin, die Campuspolizei zu verständigen und sie bat diese, einen Welfare-Check bei Jelani zu machen. Die holten sich dann die Akte, die Adresse von Jelani aus dem Büro von der Uni. Nun gab es ein Problem, denn Jelani hatte noch nicht seine neue Adresse dort hinterlegt. Und so fuhr die Campuspolizei zuerst zu der Adresse von Jelanis Mutter, wo Jelanis Bruder ihnen die Tür öffnete und ihnen mitteilte, dass er auch nicht weiß, wo sein Bruder sich aufhält. Er seit zwei Tagen auch nicht mit ihm gesprochen hätte. Und Andrew, der Bruder von Jelani, rief dann auch seine Mutter an und fragte diese, ob sie mit Jelani gesprochen hat. Und Miss Day sagte dann, ja, das habe ich. Ich habe mit Jelani gesprochen. Jedoch möchte ich euch jetzt schon sagen, dass Jelanis Mom sich im Tag geirrt hat. Wie ich euch am Anfang schon erwähnt habe,
rief Jelani seine Mutter oft mehrmals am Tag an, so auch einen Tag zuvor, vor seinem Verschwinden. Und Jelanis Mutter verwechselte einfach diese beiden Tage miteinander. Und die Campuspolizei fuhr daraufhin trotzdem zu Jelanis Haus und fand ihn jedoch dort auch nicht. Derweil telefonierten Jelanis Mutter und Geschwister Freundes- und Bekanntenkreis ab, die allerdings auch alle nichts von Jelani gehört hatten, denn Jelanis Handy war aus und auf die Mailbox-Nachrichten antwortete er auch nicht. Am nächsten Tag, dem 25. August, beschloss dann also Mrs. Day, zur Polizei zu gehen und ihren Sohn als vermisst zu melden. Die Polizei dort war jetzt nicht sonderlich begeistert. Es ist ein 25-jähriger Student, der bestimmt irgendwo einen über den Durst getrunken hat oder vielleicht eine nette junge Dame kennengelernt hat, bei der er jetzt verweilt. Und sie soll sich da nicht so viel Sorgen machen und nicht so viel reininterpretieren. Jedoch sagt Jelanis Mutter und versucht sich zu erklären, dass eben ihr Sohn ein Medizinstudent war und sehr zielstrebig. Und selbst wenn er irgendwo versagt wäre oder jemanden kennengelernt hätte, dann würde er sie zurückrufen. Und das tut er nicht und sie ist sich sicher, dass da etwas nicht stimmt. Nun wird sie aber dennoch nach Hause geschickt. Und Miss Day beschließt dann aber, einfach trotzdem investigativ selbsttätig zu werden. Und so kontaktiert sie das Kreditkarteninstitut ihres Sohnes und holt sich da Infos, wo er zuletzt mit der Kreditkarte bezahlt hat. Und sie kontaktiert auch den Telefonkonzern AT&T, bei der ihr Sohn einen Telefonvertrag hatte. Und auch die bittet sie um Informationen darüber, wo das Handy ihres Sohnes sich eingeloggt hat, also in welchen Funkmast. Die Polizeiermittlungen beginnen dann jedoch auch recht schnell und dank der Vorarbeit von Jelanis Mutter gelingt es den Polizisten sehr schnell, Videomaterial vom Campusgelände zu sichern, anhand der Kreditkartenbelege von Jelani, da er da auf dem Campusgelände bei Starbucks gewesen ist und sich dort einen Kaffee gekauft hat. Und so wird er dort um 7:20 Uhr von den Kameras erfasst. 2 Stunden später, um 9:20 Uhr, wird sich Jelanis Handy zum letzten Mal in einen Funkmast in Bloomington Normal einloggen, in der Nähe einer lokal ansässigen Cannabis-Apotheke. Und er wird auch diese Cannabis-Apotheke betreten und dort gibt es auch wieder Video-Footage von ihm. Dort fällt auf, dass er seine Kleidung gewechselt hat, denn auf dem Campusgelände war er noch sehr förmlich gekleidet in Hemd. Und beim Betreten dieser Apotheke war er eben leger gekleidet mit Cappy, T-Shirt und kurzer Hose. 2 Tage nach Jelanis Verschwinden am 26. August 2021 wird Jelanis Auto gefunden im 60 Meilen entfernten Peru, Illinois, in einem sehr, sehr abgelegenen und bewaldeten Gebiet. Da führen auch keine Straßen oder so hin, eher solche Wanderpfade. Und die Familie Jelanis vermutet sehr schnell, dass er dort selber nicht hingefahren sein könnte. Es sah eher danach aus, als würden diesen Ort, diesen Platz Einheimische kennen. Auch fehlen die Nummernschilder von Jelanis Auto, die bis heute auch nicht aufgetaucht sind. Jelanis Mutter ist selber bei der Suche aktiv und sie ruft auch auf Social Media auf und sie bittet Bürger und Freunde, sie zu unterstützen bei der Suche nach ihrem Sohn und das tun auch viele Menschen. 2 Studentinnen der ISU University finden dann auch unweit des Autos die Kleidung von Jelani. Die Kleidung, welche er in der Apotheke getragen hat. Denn die Kleidung, die er auf dem Campusgelände trug, die lag auf dem Rücksitz von Jelanis Auto. Diese beiden Studenten finden nun bei ihrer freiwilligen Suche diese Kleidungsstücke und Jelanis Mutter ist ihnen natürlich sehr dankbar, wie jedem Suchenden auch. Und sie fragt bei der Polizei nach den Namen, denn sie würde sich gerne bei den Mädels bedanken. Jedoch sagt die Polizei, dass die Mädels kein Interesse haben, mit ihr zu sprechen und verweisen darauf hin, dass sie sich doch bitte an den Anwalt der Mädchen wenden soll, was auch schon sehr komisch war. Am 2. September wird Jelanis Geldbörse gefunden und 2 Tage später, am 4. September, wird ein männlicher Körper aus dem Illinois River geborgen.
Nachdem Jelanis Mutter davon erfuhr, fuhr sie persönlich zum Police Department, um zu hinterfragen, ob es sich um ihren vermissten Sohn handelt und wenn ja, ob sie ihn identifizieren soll oder kann. Dies wird aber verneint von der Polizei und ihr wird auch gesagt, dass dieser Körper sich in einem sehr, sehr schlechten Zustand befindet und nicht so leicht zu identifizieren wäre. Die Mutter daraufhin fährt zum Zahnarzt ihres Sohnes und holt dort die Akte. Die bringt sie dann auch wieder zurück aufs Police Department von La Salle, um ihnen halt auch die Arbeit zu erleichtern und für sich selber schneller Antworten zu bekommen. Sie wird jedoch weitere 3 Wochen warten müssen, um letztendlich die Antwort zu bekommen, ja, es handelt sich um ihren Sohn und den Autopsiebericht bekommt sie auch, der besagt Tod durch Ertrinken. Und im Großen und Ganzen bringt dieser Autopsiebericht viel mehr Fragen mit sich, als er Antworten bringt. Auch die Polizisten wollen viel zu schnell darauf hinaus, dass Jelani sich das Leben genommen hat. Sie wollen es als einen Suizid abtun und das glaubt Jelanis Mutter nicht und das glaubt sie auch bis heute nicht. Sie beschließt sich, eine Anwältin zu nehmen, einen Gerichtsmediziner zu engagieren und sie heuert auch einen Privatermittler an. Dieser Gerichtsmediziner, den sie engagiert, wird eine 2. Autopsie bei ihrem Sohn durchführen und diese Autopsie bringt Schreckliches ans Tageslicht. Denn Jelanis Körper ist nicht nur stark, stark verwest, sondern es fehlen auch Organe. Es fehlt Leber und es fehlt auch die Milz und es fehlt sein Gehirn und seine Augen sind nicht mehr da. Genauso wie sein Unterkiefer. Das rausgesägt worden zu sein scheint. Die Lunge Jelanis ist derart zersetzt, dass man gar nicht rausfinden kann, ob er ertrunken ist oder eben nicht. Ob er lebend ins Wasser gefallen ist oder ob er tot ins Wasser geworfen worden ist. Jelanis Mutter ist empört, dass die Polizei das Ganze so abtun will und die Ermittlungen abschließen will. Sie kämpft weiter und auch die Anwältin kämpft weiter, damit das FBI letztendlich involviert wird. Und sie gibt auch weiter Interviews und auch die Anwältin gibt weiter Interviews. Und Jelanis Mutter wird auch von der Rainbow Push Coalition unterstützt. PUSH steht hier für People Unite to Save Humanity. Das heißt so viel wie Menschen vereinen sich, um die Menschlichkeit zu retten. Und sie unterstützen Jelanis Mutter. Und da bin ich auch sehr froh drum, dass sie da nicht alleine ist. Diese Rainbow Coalition veranstaltet solche Marsche für Jelani. Also sie marschieren die Orte ab, wo die Kleidung und auch das Auto, die Geldbörse und später auch Jelani selber aufgefunden worden ist. Und sie singen und beten und sie halten Reden. Es ist alles sehr ergreifend. Und auch Jelanis Mutter sagt sehr starke Worte wie see it for yourself. Also jeder soll es für sich selber sehen, als wäre das einer unserer, meiner Verwandten, eurer Verwandten. Und sie sagt auch, somebody gotta know something, also irgendwer muss irgendetwas wissen. Und der Meinung bin ich auch. Jelani wird dann Anfang Oktober beigesetzt in einer wunderschönen großen Zeremonie, die auch sehr herzergreifend gewesen ist. Und Jelanis Mutter beendet diese ganze Beisetzung mit den Worten, I'm laying his body to rest. But I will not rest until I know what happened. Das so viel heißt wie, ich lege seinen Körper jetzt zur Ruhe. Ich selber werde aber nicht zur Ruhe kommen, bis ich weiß, was passiert ist. Die Ermittlungen gehen weiter. Ich werde auch weiter an dem Fall dranbleiben. Ganz kurz noch meine Meinung. Und zwar denke ich, dass Jelani ganz klar dahin geführt worden ist. Also ich denke nicht, dass er Suizid begangen hat. Ich denke, jemand hat ihm das angetan. Jemand hat ihn ermordet. Und ich glaube auch, dass es vielleicht was zu tun hat mit diesen beiden Mädchen, die die Klamotten gefunden haben, unweit des Fahrzeugs. Ich meine, warum wollen sie nicht mit der Mutter sprechen? Und haben dann auch irgendwie einen Anwalt parat. Kam mir komisch vor, auch dass die Polizei so mit den Infos hinter sich hält und dieser ganze Autopsiebericht auch mehr oder weniger verfälscht
veröffentlicht und weitergegeben worden ist an Jelanis Mutter, wirft auch viele Fragen auf. Ich denke, er wurde ermordet, vielleicht in einen Hinterhalt geführt. Ich muss auch dazu sagen, der Ort, an dem er aufgefunden worden ist, ist ein Sundown Town. Sundown Towns sind noch vereinzelte Städte, die es in den USA gibt. Und da hält man sich am besten als Dunkelhäutiger und Afroamerikaner nicht mehr auf, wenn die Sonne untergegangen ist. Ob das dahingehend was damit zu tun hat, rassistisch motivierter Mord, vielleicht. Ich habe viel gelesen mit Organhandel und so weiter, dass es da in diese Richtung geht. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben und ich denke auch nicht, dass es das Ende dieses Falls war. Ich hoffe auf jeden Fall für Jelanis Familie, dass es aufgeklärt wird. Und ich bleibe jedenfalls dran und ich denke, da wird auch bestimmt noch ein zweites Video zukommen. Jetzt seid ihr dran. Was denkt ihr? Was haltet ihr von dem Fall? Was ist passiert? Schreibt es mir in die Kommentare. Interessiert mich auf jeden Fall brennend. Und so, Freunde, dann freue ich mich auf das nächste Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye.